Hallo. Hallo? Cool. Jetzt höre ich mich sogar da drüben. Ich kann dich auch hören. Schon. Ist es besser? Ah, okay. Ich höre es mich auf dem Apple-Produkt. Gut, dass ich vertrage keine Äpfel. Das fängt beim Gemüse, beim Obst an. Aber Ja, das hört, Äpfel sind reines Gemüse, ne? ja, das hört irgendwie nicht beim PC-Produkt auf. Ist ein bisschen verzögert da drüben, ne? Ha! Na, ist es bei dir, Nico, hört sich das bei dir genauso gut an wie bei mir? Ich denke mal, es hört sich bei uns beiden gut an. Auch ich bin verzögert. Es sah sehr witzig aus gerade. Okay, können wir mal komplett anfangen? Herzlich willkommen zu den Dresden Open 2017, zum größten Multi-Billiard-Event in Ostdeutschland. Denn neben Poolbillard finden auch noch zwei weitere Disziplinen in unserem Turnier Platz. Neben Snooker ist zum allerersten Mal dabei Eurokegel. Und wer Eurokegel hat mich gerade verschluckt, aber das macht nichts. Wer Eurokegel nicht kennt, bleibt einfach die nächsten 4 Stunden hier am Ball. Entweder ihr verfolgt uns live auf Facebook oder ihr kommt einfach mal hier nach Dresden in das Joe's, ins Billard Center Joe's auf der Mügelner Straße 36 und schaut euch das Ganze live vor Ort an. Hier neben mir Nico Probosch, Eurokegel Manager und Vize-DBU-Präsident Leistungssport Billard. Du hast zusammen mit Vertretern aus Europa eine Billarddisziplin entwickelt, die deiner Meinung nach und auch der Meinung der anderen Spieler notwendig war zu entwickeln. Warum? Es gibt in Deutschland, ich sag immer Deutschland, es gibt in Europa, vielleicht sollte ich mir mal Europa auf den Zettel schreiben. Es gibt in Europa verschiedene Billarddisziplinen, die in den Ländern gespielt werden. Es gibt in Europa allerdings viele Turnierbillards, sprich, das sind die Tische, die wir für Eurokegel brauchen, der Größe 210 mal 105. Und unsere Intention war es, das Kegelbillardspiel, was überall anders gespielt wird, einfach zu vereinheitlichen, ein einheitliches Regelwerk für alle Nationen auf einheitlichen Tischgrößen zu entwickeln. Und jetzt kommt der Achim ins Bild und demzufolge werde ich wahrscheinlich meine Rede abgeben müssen. Ja, nein, ich will mal was probieren. Helga, macht das einen Unterschied? Helga, ob ich jetzt so spreche oder so spreche? Wie war das? Also küssen Sie sich dann indirekt oder was meinst du? Oder so, wenn du es ganz nah hast zum Beispiel. Ja gut, dann muss er halt, wenn er redet, dran und so ist es zu, so ist es zu leise, Helga. Ja, aber zu leise hört kein Mensch. Ja, aber wir brauchen eine Lösung, dass man sie hört. Ja, dann können sie eine Mimik machen und dann müssen sie gar nichts reden, wenn man sie nicht hört. Ist, wenn man sie, die Lippen sieht und nicht hört. Hat man uns nicht gehört? Ich habe euch auf 100%, wo normalerweise mein Laptop explodiert von der Lautstärke her, und da hat man euch zart gehört. Jetzt habe ich auf 30% runter, was eine normale Lautstärke ist für den Stream, und da hört man euch gar nicht. Soll ich jetzt mal eine Runde reden? Ah, ich höre mich selber. Das klingt ja sehr interessant. Ich rede aber nicht sehr laut und gebe es einfach mal an Mike ab. Hallo Nico. Also ich finde, der Ton ist absolut ausgezeichnet. Ich glaube, Achim, du solltest deinen Laptop mal überprüfen. Hat er ein Apple-Gerät? Ich bezweifle, dass er ein Apple-Gerät hat. Obwohl ich schon cool finde, du brauchst prinzipiell bei einem Apple-Produkt nur noch einen Bildschirm und der Computer ist quasi dabei. Wir sind schon bei 80. Kriegen wir die 100 voll? Wer bietet mit? So, 80 hier drüben.
Houston, wir haben ein Problem. Für alle Spieler da draußen, wir öffnen... Hallo? Das war... Nö, habe ich nicht gesehen. Da musst du mir einen Stoß geben. Durch Bild. Ich lasse das Mikro mal an. Das könnte vielleicht witzig sein, falls jetzt jemand zuhört. Und zwar, als ich die Tage im Bus war, da war es ein bisschen voll. Fangen mittlerweile die Ferien an? Oder sind die zu Ende? Die Schule? Ferien sind zu Ende. Ich habe die Ferien gar nicht mitgekriegt. Das erste Mal, dass die Sommerferien so schnell zu Ende waren. Auf jeden Fall. Entschuldigung, hast du ein Handy dabei? Nein. Also ich habe ein Handy dabei, das ist nicht gut. Was willst du denn wissen? Ich würde gerne einen Link, den geheimen Link schicken, den du dann gleich löscht. Und du sollst es nur auf deinem Handy hören, wenn es reden lautstellt. Das kannst du mir schicken. Schicken wir per Facebook oder WhatsApp oder... Auf jeden Fall hat der... war der Bus relativ voll und ich stand so in der Mitte in diesem schwenkbaren Bereich, ne? Und der Bus schwenkte geradeaus und da ist ein kleines Kind so ein bisschen halb auf mich drauf gefallen und hat mir erstmal voll an den Sack gefasst. Wow. Das ist ein 13-jähriges Kind, dachte ich mir so, das ist ein blödes Timing gewesen, aber hey, wir haben uns kennengelernt. Ich muss mal kurz lesen, was schreibt Marcel hier? Ach so, morgen Dresscode in der Vorrunde, ja, welchen, Donnerstag, willst du mich verarschen? Hä, Mike mit Kleidung? Also Dresscode schon in der Gruppenphase, ja klar, wieso sollte da keiner sein? Hast du einen Link? Soll ich starten? Ja, start mal. Dann habe ich kein gutes Handy. Ich mag mal gucken, ein Windows Phone, das macht nicht so viel. Darum habe ich es nicht mehr. Was magst du, Helga? Hallo, hallo, hallo. Ja, ich spiele auch Euro-Kegel. Ja. Yes. Hallo, hallo. Alle Grafiken dazu. Das sind so Produktion 20 Leute, reichen gar nicht. Ihr macht das zu dritt hier oder zu zweit? Ja. Hallo. Hallo.
Aber das Internet ist entscheidend, Helga. Wie es im Internet rüberkommt. Und ist da ein Laptop? Und das ist normal Lautstärke? Wie viel Prozent hast du? Und wie hört man es? Das Problem ist, Helga, das hatten wir schon oft, die Leute beschweren sich, du hörst es nichts. Hörst nicht was. Ja. Das war zweitversetzt. Oh, aber habe ich es da reingesprochen gehabt? Und da? Ich will es ja nur. Morgen gucken sehr viele Leute zu. Und wenn ich sage das, Helga, tu doch nicht immer dagegen. Ich will da doch nichts Böses. Ich will doch nur, dass es funktioniert, dass wir gar Beschwerden kriegen, dass alles gut läuft. Es muss hörbar sein, ja, in einem Pegel, wo nicht auf 100% ist. Ich kann es nicht ewig. So, dann warten wir dann quasi auf dein Zeichen. Ach so. Oh. Wollen wir, Nico, halt mal kurz. Ich frage mal einen Sandor. Ah, nee, lass. Oder? Nee, Sandor, das okay. Ist zu kompliziert. Martin oder Farid? Achim und Janett oder so. Die.
Janette ist aber erst 15 dran, aber ja, richtig. Genau, der Nico wird dann wahrscheinlich hier spielen. Ja. Die laufen nackig. Nacksch. Wo ist der Platz hinterher? Achim, können wir es ganz kurz separat durchsprechen alles? Oder können wir kurz ganz kurz ein bisschen was durchsprechen? So den Eröffnungen mal ganz kurz und dann. Ja, ja, okay, gut. Okay. Ja, ja, okay, gut. Ja, wir sind soweit. So, und kann ich? Mach so einfach, wenn wir drauf sind. So, und jetzt gehen wir in unsere erste Partie. Eurokegel, Janet Schulz gegen Achim Gabi. Wir wünschen Ihnen da draußen viel Spaß. Und gut Stoß. Du hast jetzt, warte, stopp, Janet zurück. Ich hab nicht gerechnet, dass die so schnell fertig sind. Ja, ach so, okay. Okay, okay, gut. Das ist jetzt die 13-Uhr-Partie. Die 13-Uhr-Partie. Okay, andere Anfang. Alles ruhig, gut. 13-Uhr-Partie, achso. Gut. Ja. Ja. Okay. Gut. Kannst du vielleicht von 3 auf 0? Bist du kurz. Do you want to take a photo? So, wir starten jetzt mit dem zweiten Block Eurokegel, die Gruppen C und D. Und da warten jetzt schon die ersten Knaller-Matches, denn es kommt die allererste und die bisher erfolgreichste und einzige deutsche Eurokegel-Dame ins Feld. Es ist nicht die einzige deutsche Eurokegel-Dame. Wir haben noch eine zweite in unserer Liga spielen. Aber die hat sich leider nicht qualifizieren können. Das ist richtig. Und unsere Eurokegel-Dame, die hier ist, tritt heute an gegen Achim Gabi, ein ganz besonders harter Brocken. Und wir sind sehr gespannt, wie es zwischen den beiden ausgehen wird. Und nun gehen wir in das Match mit der Weltranglisten 15. Janet Schulz gegen Achim Gabi. Ihnen da draußen viel Spaß. Wir sehen uns gleich in der Kommentatorenbox wieder. Und den Spielern gut Stoß. Bis gleich. Also, du redest gerade aus.
Ja, eigentlich, ja. Hm. Achso. Zu nah. Es reicht, wenn ich so mache. Ja, okay. Soll ich den Mike ansonsten angucken die ganze Zeit? Soll ich den Mike anschauen die ganze Zeit? Mach ich. Okay. Das ist so ein bisschen, ich schau dich auch nicht so direkt an. Ich schau meinen Kopf so und bewege meine Augen so. Genau, du hast ja die Kamera dort, ich habe die Kamera. Ja, natürlich, dort. Deswegen bleib ein bisschen vorne und geh ein bisschen rüber, das spricht für dich. Wobei du theoretisch auch, wenn ihr Zwiesprache halt mit Mike sprechen kannst und danach mit der Kamera. Also müssen wir ausprobieren. Wir probieren es. Ja, es gab jetzt gerade eine kleine Regelfrage beim Eurokegel, die Ungarn wussten. Hey, sag mal, du musst aufs Zeichen bauen. Verdammt. Oh Gott. Jetzt geht das wieder los. Ich kündige. Du kannst nichts kündigen, was du nicht hast. Nö. Ich mach's so, wenn ich dann im Westen gehe, sei da online, weil ich erzähle das. 1, 2, 3. Das Mikrofon ist an. Okay, ich. Ich muss gerade da hoch gucken. Es gab noch gerade eine kleine Regelfrage von den Ungarn, und zwar darf man den Eröffnungsball über Hand spielen, das bedeutet über eine Bande, oder nicht? Den Eröffnungsball darf man über eine Bande spielen? Was man nicht über eine Bande spielen darf, ist der Vorteilsball. Ich denke mal, da gab es ein kleines Kommunikationsproblem. Das werden wir mit Sicherheit noch beheben, denn das Ziel ist ja, ein einheitliches Regelwerk für alle Disziplinen zu haben. Und das gibt es ja. Ist es also verboten, den Eröffnungsball eines Satzes so zu spielen über eine Bande? Den Eröffnungsball eines Satzes darf man so spielen. Gut. Und jetzt gehen wir auch direkt in die nächste Partie. Und Achim Gabe ist schon da. Von daher wünschen wir Ihnen viel Spaß. Bis gleich aus der Kommentatorenkabine. Ihr euer Mike Schlegel. Und? Sonnige. Wie sagst du denn deinen Nachnamen auf Sächsisch? Brobösch. Brobösch. Was machen die denn nur wieder hier? Was ist denn das für eine Kacke? Die versuchen jetzt unter der Kamera lang zu laufen. Oh, wenn du das machst, ne? Was? Ich schmeiß mich weg vor Lachen, das was? Kannst du nicht machen. Donnige. Bonnie Probeisch. Herzlich willkommen zu den Dresden Open. Ja, aber ich dachte jetzt, die Frage bezieht sich darauf. Also ist auch wichtig der erste Satz. Ich möchte euch recht herzlich zu den Dresden Open begrüßen. Ich euch persönliche Ansprache oder herzlich willkommen neutraler zu den Dresden Open. Herzlich willkommen. Duzen oder wir unsere Zuschauer oder sieht sie mir unsere Zuschauer? Ja, also ich denke, bei Billard ist es normal, dass man sich duzt. Also wir, also musst du überlegen, wir, da kannst du auch sagen, wir möchten euch sehr herzlich zu den Dresden Open begrüßen. Wir begrüßen. Neben mir wir ist begrüßen Nico euch, Probosch. Das merke ich mir, ja. Ich bin der Mike Schlegel. Das gefällt mir, das besser als Mike allein. Nein, wir haben es jetzt so gemacht, dass ich meistens so gesagt, wir begrüßen euch zu den Dresden Open, das größte Multi-Billard-Event in Ostdeutschland, daneben Schulbillard, Snooker ist auch Eurokegel da. Und das sagt dann Nico. Und dann sagt er kurz was dazu. Und dann sage ich, neben mir Nico Probosch, Manager Eurokegel, DBU-Vizepräsident. Und dann stelle ich ihm so ein, zwei Fragen und dann gehen wir auch in die Partie. Okay. Also Begrüßung Anfang wichtig. Ja, ja natürlich. Wichtig, durchdenken. Ja, wir können es ja jetzt mal kurz durch und du schaust es mal an. Wir sind jetzt 13 Uhr. 13 Uhr Termin. Ja. Und ich muss es ungefähr hier hinhalten. Ausmachen. Ist es zu schnell? Ah, okay.
Wir begrüßen euch ganz herzlich zu den Dresden Open 2017, zum größten Multi-Billiard-Event in Ostdeutschland. Denn neben Poolbillard gibt es ja auch zwei weitere Disziplinen, die ausgetragen werden. Zum allerersten Mal Snooker und zum allerersten Mal in Deutschland Eurokegel. Und wenn ihr noch nicht wisst, was Eurokegel ist, bleibt einfach die nächsten 4 Stunden hier auf Sendung. Wir übertragen euch live hier aus Dresden, aus dem Billard-Club Dresden Joes. Entweder ihr kommt her oder live im Stream auf Facebook. Viel Spaß dabei. Neben mir Nico Probosch, Manager Eurokegel aus Deutschland, Vizepräsident DBU Leistungssport. Du hast zusammen mit anderen Managern aus den Ländern Ungarn, Serbien, Dänemark diese Disziplin entwickelt. Warum war das nötig? Wir fanden es wichtig, dass es, da es in Europa viele Billards in der Größe, Turnierbillard 210 x 105 gibt, auf denen bisher nur Karambol gespielt wird, aber auch in einzelnen Ländern Kegelbillard gespielt wird. Und unser Ziel war es, ein einheitliches Regelwerk für alle Länder zu schaffen, damit man auch eben wie heute hier in Dresden ein internationales Turnier stattfinden lassen kann und internationale Meisterschaften ausspielen kann. Dieses Jahr gab es einen großen Durchbruch. Ihr habt es geschafft, in die CB, in den Europäischen Karambolverband zu kommen. Wie war das für euch? Ihr seid über Ungarn da rangetreten, habt das zur Anmeldung gebracht, ihr habt es durchgebracht, jetzt ist diese Disziplin da, innerhalb von 3 Jahren gehört sie zu Europa dazu. Ja, es war einfach unglaublich. Also der ungarische Verband hat im Prinzip den Antrag gestellt, dass Eurokegel aufgenommen wird als offizielle Disziplin innerhalb der CEB. Wir sind dann im Mai nach Rom gereist, eine ungarische Delegation, ich war auch dabei. Und wir konnten dort oder wir hatten die Möglichkeit, eine kurze Präsentation zu halten. Haben im Prinzip die Geschichte von Eurokegel dargestellt, die Entwicklung, die aktuelle Situation und natürlich unsere Vorstellung für die Zukunft. Das Ganze haben wir noch verbunden mit einem kleinen Promotion-Video in Deutsch und in Englisch. Und es ist bei der CEB sehr gut angekommen. Der CEB-Kongress hat uns unterstützt, hat dieses Vorhaben befürwortet. Und somit sind wir jetzt anerkannte Disziplin der CEB. Wie spannend diese Disziplin ist, wie vielseitig, das werden Sie in den nächsten 4 Stunden live hier erleben können und wir gehen auch sofort in unser erstes Spiel. Es wird ein Knallerspiel, denn die deutsche Nummer 1 der europäischen Rangliste wird jetzt hier live auftreten und spielt gegen die serbische Nummer 1, gegen Harry. Für Sie live gleich am Mikrofon, wir beide, aber nun begrüßen wir die Spieler hier im Center Court. Wir begrüßen also Janett Schulz und Achim Gabi zum ersten Spiel in Eurokegel. Ihnen da draußen wünschen wir viel Spaß und den Spielern wünschen wir gut Stoß. Und so, da sind wir wieder und die Spieler sind weg, wie ich sehe. Das heißt, wir haben so relativ wenig zu kommentieren, Mike. Was machen wir in der ganzen Zeit? Wir erklären den Leuten einfach, wie wir hier spielen. Das ist ein International. Die besten 32 Spieler Europas treten hier an. Und jetzt geht es darum, aus den 8 Vierergruppen die besten 16 zu filtern. Okay, jetzt sehen wir natürlich hier das Euro-Kegel-Bild aufgebaut. Es fehlen allerdings Kegel. Was machen wir denn nun? Das ist wahrscheinlich ganz einfach. Wir versuchen einfach, Tore zu schießen. Das sogenannte Scheunentor. Wir versuchen einfach quer durchzuschießen und wer das schafft, kriegt einen Punkt. Ja, definitiv. Das ist völlig okay. Ich denke mal, wir werden wahrscheinlich morgen während der Live-Übertragung einige Shows hier sehen, zum Beispiel wie Achim Gabi wieder mal die Bandenwerbung verrückt. Das scheint für ihn irgendwie ein Hobby zu sein. Wir werden wahrscheinlich so machen, dass ihr mit eingeschaltetem Mikrofon
Mikrofon schon reingeht und ich schalte euch hier das Mikrofon an, weil es knackst. Auch wenn es ausschaltet, knackt es. Und wenn ich es aber hier stumm schalte, habe ich das Knacksen okay. weg und dann das heißt sage ich, dass ihr es ausschalten könnt. Na? Also ihr hebt es nur ruhig in der Hand. Das Handmikro. Das Handmikro. Gut, wir warten. Es ist zu empfindlich. Okay. Na? Und hier wird das Sigma da sein, euch die Teile aufsetzen. Das ist gut. Okay. Das habe ich gesehen jetzt. Ich glaub, mach du dann die Öffnung, ich glaube, mit dir wird das ganz witzig hier. Ich denke, wir haben Spaß. Irgendwie habe ich das Bedürfnis, immer an diesem Bildschirm zu kleben. Wir müssen mal denken, keine Kegelwitze hier am Live-Mikro, ne? Das war jetzt eben gut. Ja. Ja. Das ist schön. Das ist gut. Okay, gut. Auch vom Text her, denke ich, war das okay. Sehr gut. Sehr schön. Mike? Würde ich sagen, haben wir uns einen Feierabend verdient? Würde ich sagen. Du kommst jetzt mit mir mit? Ja, ich muss nämlich noch für meinen Gast am heutigen Abend sein Zeltlager aufbauen quasi bei mir. Das heißt, ich muss noch in den Keller die Matratze holen, die sauber machen. Eieieiei. Da wirst du dich jetzt auf die Rückbank am besten quetschen, weil da sitzen schon zwei Ungarn. Da sitzen zwei Ungarn? Da sitzen zwei Ungarn. Fahren wir jetzt zur Unterkunft erstmal bei denen? Da liegt ja auf dem Weg quasi, zu die, wenn du willst. Wo liegt das genau? Neben World Trade Center. Wo liegt das genau? Gute Frage, ne? Die neue Schwimmhalle, Freiberger Straße? Ja. Genau dort. Ah, genau dort. Das heißt, ich steige eher aus sogar. Da wissen die Ungarn eher, wo ich wohne. Ja. Wie scheiße genau. Ist das denn? Ich lasse dich an der wir haben morgen sowieso noch ein bisschen was zu tun. Und zwar müssen wir den Tisch hier vorne noch ausrichten und wir müssen hinten das. Und zwar sind die Löcher für das Joe's Dresden Banner, für den Banner, sind falsch gebohrt. Ja, die sind falsch gebohrt. Falsch gemessen, falsch gebohrt. Wir hatten das gemacht. Marcel. Oh nein. Doch, oh doch. Das hört er nicht gerne. Ich will es ihm nicht sagen. Er muss morgen früh noch die Euro-Kegeltafel anbauen. Hört der Achim das jetzt? So, sind wir fertig, Mike? Machen wir stumm? Also ich bin ja... Nee, warte mal. Warte mal, einfach reinlaufen. So. Nur reinlaufen. Und jetzt gleich hier. Janet Schulz. Einzug der Gladiatorin. Ja. Sie schreitet mit gemäßigter Stimme. Finde ich okay. Helga Ackermann als Kamerafrau. Das ist zu weit weg für den Tisch. Kein Ungar ist so groß. Schau sie dir nochmal an. Ich finde das aber für die Kamera, für den Livestream sind die Punkte auf dem Tisch hervorragend. Ja, deswegen würde ich die auch lassen. Weil da wir eine Livestream-Produktion nämlich, haben. Ja. Und das, wir gehen darauf nicht ein. Nico, wir rocken wir das. Wir machen das in Ungarn anders. Und damit war's das. So, und damit beenden wir den heutigen Tag mit einem Eurokegel-Event der Extraklasse, würde ich sagen. Definitiv, kann man sagen, ja. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Bis morgen zu einem neuen spannenden Billardtag, neue spannende Partien am Kommentatorenpult. Mike Schlegel und Nico Probosch. Euch einen schönen Abend. Gute Nacht. Ciao.